So, da sind wir schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich durchsuche Vorratslieferungen in verschiedenen Matches. Ja, die Aufgabe hätten Sie heute auch schon mal früher machen können. So, dafür gehen wir aber in Gruppenkeile. Gruppenkeile deshalb, weil am Ende der Runde die Vorratslieferungen halt ziemlich oft kommen. Ich hoffe nur, dass wir diesmal dann auch eine bekommen. Das heißt aber auch, man spielt circa 10 Minuten, würde ich behaupten, bis man eine Vorratslieferung hat. Aber da ist eigentlich die sicherste Variante, dass eine bekommt. Ansonsten spielt einfach euren gewohnten Rhythmus und ihr werdet mit Sicherheit eure Vorräte finden. Aber das Problem ist, da ja jetzt alle die Aufgabe haben, stürzen sich auch alle auf die Vorräte. Das muss euch halt schon auch bewusst sein. Also würde ich halt schon doch Gruppenkeile dafür empfehlen. So, mit dem Gewinnspiel unten, ihr seht ja, da fehlen noch ein paar Zahlen. Heißt, uns fehlen auch Abonnenten. Bei 580 Abonnenten, gerade kommt noch einer rein, also noch drei Abonnenten, dann kommt schon die nächste Zahl unten hinzu. Wenn ich dir also schon öfters mal helfen konnte, oder du mich generell schon öfters mal gesehen hast und du eventuell sogar Skins gewinnen willst, dann lass gerne ein Abo da, kostet dich auch nichts. Von daher eigentlich eine gute Sache von allen Seiten. Wie gesagt, und an alle anderen, auch die neu sind auf dem Kanal, was gefällt euch besser? Eher Paysafe-Code oder Skin-Verlosung? Weil mir ist im Anführungszeichen egal. Ich will halt auf jeden Fall irgendwas zurückgeben. Aber mir kommt es halt eher vor, als würden die Leute eher einen Skin haben wollen als die 10 Euro. So, Dogan, du hast es geschafft, ins Video zu kommen. So, ja, jetzt wird es natürlich blöd. Was kann man denn sonst noch machen, bis die Vorräte kommen? Auf jeden Fall erstmal in der Mitte jetzt rausspringen und warten, dass man weiß, wo die Zone ist. Weil der Loot an sich ist jetzt erstmal völlig nebensächlich. Erstmal wissen, wo es hingeht. Dafür erstmal rausspringen und die 6 Sekunden warten. Weil da werden natürlich die ersten Loot-Drops runterkommen. So, wo müssen wir hin? Dahin, also Abfahrt. So, jetzt müssen wir uns natürlich gedulden, bis die Vorräte kommen. Da. Und wundert euch nicht wegen der Werkbank, warum da noch nichts kam bis jetzt, obwohl ich die Aufgabe die ganze Zeit drin habe. Ich sehe schon, dass ihr eh die ganze Zeit am Suchen seid, wo ich meine Aufgabe damals mit der Werkbank gemacht habe. Von daher wird da definitiv noch was kommen. Ich muss halt gucken, wo generell Werkbänke sind. Und deshalb kam da auch noch nichts. Ich bin halt quasi wirklich gerade alles am Abarbeiten, wie man sieht. Oh, warte mal, Pleasant Park, da kann ich meine drei Kills machen. Weil wenn nicht jetzt, warten dann. Das ist mir gerade so eingefallen. Es bietet sich nämlich hier gerade an, bevor die Vorräte kommen. Wie gesagt, es ist halt auch Glück, auch was die Aufgaben mit Twitter betrifft. Mit den Kills. Wenn die Zone genau da landet, habt ihr natürlich mega Glück und es ist mega einfach. Ich sage euch halt einfach immer nur, wie ist es möglich, es zu lösen? Natürlich könnt ihr mehr Glück haben als ich und habt das in einer Runde geschafft. Also, das ist natürlich klar. Aber ihr seht bei mir halt immer schon mal einen Lösungsansatz. So, den holen wir uns natürlich auch. Ah, die ersten Gegner. Ja, wenn's Ich hoffe, der zählt auch. Oh, noch eine extra Medaille. Wieso zählt der nicht? Ach, wir sind ja. Oh Gott, das war's ja komplett. Wir sind ja gar nicht in Retail Row. Oh Mann.
Das war es ja wieder mal komplett an der Stelle. Also schnell wie möglich rüber zu den Vorräten. Das war ja mal. Guck mal, wie es leckt. Ah. Kann's bauen wie ein Weltmeister, trotzdem hole ich es nochmal weg. Kappa. Zwar nur mit 6 HP, aber weggeholt. So. Ab zu den Vorräten. Erstmal ein bisschen Leben noch gerade wiederholen. Ist eh gerade keiner da. Doch ganz außen. Kriegen wir uns so hochgebaut. Da schätzen wir uns, holt eh vorher einer runter. Auf, auf. Komm, weiter. Weiter, weiter. Noch weiter. Ah, jetzt kommt Metall. Ich glaube, das war's. Ja. Ah, einer hat das Glück, ey. Holt er sich direkt beide? Ah, der nächste ist auch schon da. Ah, die nächsten kommen schon. Aber auch auf der Insel. Gut, die interessieren sich nicht dafür. Das könnte mein Glück sein. Weil wir brauchen ja nur einen und dann können wir schon wieder aus der Runde raus. So, holt es von mir aus den oberen, ist mir egal. Und zack, 1 von 3, raus aus der Runde. Zack, haben wir das nämlich auch geschafft. Und das Ganze halt dreimal. Ich weiß, ist nervig, aber ich mache die Regel nicht. So, wenn ich dir damit schon helfen konnte, wie gesagt, gerne ein Abo da lassen, kostet dich nichts. Und wie gesagt, schreibt in die Kommentare. So, dann würde ich sagen, euch noch viel Spaß mit den nächsten Aufgaben. Und in dem Sinne, haut rein.